Wir sind irgendwie ein kaputter Polizist und haben unseren Buddy dabei. Der heißt übrigens. Der Polizist? Ich würde sagen, ja, weil wir sind ja dem Sheriff auch angehörig, ne? Laut der Cutscene. Deswegen haben wir ja den Hund bekommen. Im Game heißt übrigens der Hund Bullet. Wir nennen ihn aber hier intern, nennen wir ihn einfach Hubert. Oder Stevie nennt ihn so. Hubertus. So, okay. Das ist ein Auto. Keine Stimme. Ja, wollen wir jetzt weiterfahren? Oh, was hat er denn? Warte, was hat er? Candy Wrapper. Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Wobei, Bullet zeigen? C? Bullet! Was war das denn? Go on, see if you can find something else. Schnüffel. That's it. Take me to it. Ja, take me dann? To the chocolate. So. Ja, wohin denn? Jetzt läuft er zum Supermarkt oder wo? Also im Dunkeln ist es wirklich unangenehm. Irgendwie, das Spiel. Muss ich wirklich sagen. Irgendwie vorhin. So vorhin hellen. War noch angenehm, ne? Sagst du? Ja, noch ja, mehr ja, Schokolade? Jetzt noch mehr Schokolade. Ah, nee. Oh, okay. Hey, buddy. Let's see. Ach du Schande. Okay. Ist jetzt hier irgendwas aufs Auto gefallen, wa? Lass doch mal durchlaufen, Stevie. Was wird denn da? Okay, Entschuldigung. It's Peter. Ah, Peter hat einen Apfel fallen lassen. Wer ist hier? Ballsy move, kid. Move, kid, kid. Okay. Ey, hinter uns ist gerade irgendwas lang gehaucht. Haben wir das jetzt schon ausgelöst? Sollten wir den Ball finden? Vielleicht? Damit Bullet suchen, also schnüffeln kann oder so? Ellis to base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? Das stimmt doch gar nicht. In the middle of the forest? Ellis, are you serious? Das ist ein Baseball, kein Apfel? Ja, ich weiß, aber trotzdem. They make things appear, but there's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Die ganze Zeit alleine. I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. Was ist er machen? No, Alice, wait! God damn it! Okay. Weißt du denn noch, wo der... Okay. Shot in those trenches I saw earlier. Okay, du weißt noch, wo der Bunker ist. Gut. Check him out. Da ist er. The video was shot around here somewhere. Der Apfel. There it is. So, Bullet, hier, komm her, mein Dicker. Komm. Riech mal dran. Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help him. Now show me. So. Na denn. Was? Na, lass mal, Digga, komm. Zeig mir mal, wo wir rein müssen. Wo ist denn jetzt das Auto? Go get it, Bullet. Hier hinten war das. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwo da gewesen. Ich glaube, ihr seid nicht mehr lange in Zweisamkeit. Emerald, ich weiß nicht, ich hoffe vielleicht doch ein bisschen noch. Wie? Kriegen wir noch einen Partner? Noch einen? Den Sheriff? You sure this is the right way, buddy? Was ist ein Auto? Are we walking in circles, Bullet? Hä? Sind wir also... Was war das? Das ist wirklich unangenehm, sehr unangenehm hier. Wo ist denn jetzt Hubert? Bullet! Where are you, buddy? Mann, echt jetzt hier im hohen Gras? Musst du jetzt deinen Hund verlieren oder was? Come on, boy, don't make me chase you. Wo ist er denn? Nein, er dreht wieder ab. Nein, er dreht wieder ab. Bullet, wo ist er denn jetzt hinten? Lauf doch mal dahin. Zu rennen? Sehr schön. Ist ja wunderbar. Alter, wo ist mein Hund? Da. Der ist aber... Wow, was ist denn das dafür? Was ist das? Das ist der Buntspecht von vorhin. Er hat ein bisschen zugelegt.
Ist auch ganz schön groß. Also, der ist ja fast 3 Meter hoch oder so. Ach du Scheiße. Wie? Hey! Der guckt nach rechts. Ich glaube, Bullet ist. Zeigt uns an, wo der. Schlägt der Hund immer auf ihn an? Ja. Was? What was that thing? Was passiert? Achte auf Bullets Verhalten. Sein Heulen warnt dich vor Gefahren, die in der Dunkelheit lauern. Bleib während eines Kampfes immer in seiner Nähe. Er hilft dir, Gegner zu bekämpfen, doch allein ist er verwundbar. Schön. Dicky, was ist. Robertus, zeig mir, wo ist hier jetzt hier. Wo ist schlimm? Ja, Imran, du warst kurz weg. Hab ich was verpasst? Hatte ich recht? Leider ja. Also, hier an dem Baum war irgendwas. Ja, hier hängt ein Tape. Und das ist dann abgehauen und in den Büschen. Aber laut. Versucht uns. Kein realitätsveränderndes Tape. Sagst du? Die Gefahren. They think I don't know. But I see them. I see them. Whenever I wake them up, they steer me. They follow me. The light keeps them away. Keeps me safe. Need to hold on to the light. Blöd gefragt, wer ist denn die Stimme? Also, wer hat sich denn da selber aufgenommen? Ja, wahrscheinlich der kleine schmutzige Typ, der schmutzige Typ, der den Pete mitgenommen hat, da vorhin. Oh nee. So würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, aber der hatte schon so ekelige Grabbelhände. War schon nicht schön. Ekelhafte Grabbelhände. Ey, hast du die gesehen? Die waren so, ja, aber auch so, wie lang die Finger waren, so richtig so. Mm. So, bei dem Tape können wir ja nichts machen, ne? Bei dem blauen, ne? Wir können bloß bei den roten können wir die Realität ändern, ne? Jetzt fragst du mich, was. Weiß ich nicht. Ah, wie? Oh. Alter, was? Alter, wo ist Hund? Wo ist Hubertus? Hinter dir. Ah. Alter, was ist das denn? Oh, hinter dir! Oh, da! Oh. Was, Alter? Der hat dich jetzt aber gehittet, mein Freund. Da, ja, genau da. Jetzt links. Ich würde sagen, wir können auch in dem Game anscheinend sterben. Muss ich jetzt. Weiß ich nicht. Meine defeated hier oder was? Also, zumindest haben wir erstmal verjagt. Glaube ich. Der kam aber auch einmal auf dich richtig schön zugerannt, mein Freund. Ja. Junge. Was ist denn das hier? Was ist das denn? Oh, tschu. Jetzt geht's wieder rund hier. Jetzt ist los. What is it, boy? Los, mach das Ding klar. Ja, weiß ich nicht. Oder ist es, warte. Wir hatten doch vorhin das Video, wo du doch das mit dem Baseball hattest. Seems familiar somehow. War nicht davor das gewesen mit dem Baum, der umfällt? In dem Band? That's right. I saw it in the video. Okay, er sagt's gerade. Okay, also Tape zurückspulen. Das war das falsche Tape, oder? Aber welche Tape? Warte mal. Wo kommt. Oh Gott, wir haben hier eine Nachtsicht. Ach du. Oh nein. Schön. Wie kann ich denn die Tapes wechseln? Rucksack? Protokollenspur? Genau. Also würde ich jetzt sagen, weil das, glaube ich, das zweite war. Ne? Ansehen. Ansen immer. Genau, und jetzt da komplett, glaube ich, zurückspulen. Weil da man nämlich diese. Genau, den Baum. Le Baum. So, wenn ich das jetzt so halte, dann ist der Baum wieder oben, oder was? So würde ich es jetzt verstehen, die Mechanik. Ach, leck mich doch echt da. Oh, shit. Okay. Das ist schon unangenehm, wirklich. Bullet! Wo soll denn der Hund sein?
ist denn der Dicke? Weiß ich nicht. Come here, boy. Ach, der ist da oben? Wie ist denn der da hochgekommen? Gibt's hier noch einen Zwischengang? Was ist denn das nun? Oh, links. Ja. Na, was hast du denn? Hat er was gefunden? Bullet, Seek. Seek. Ja, ja. Und los. Ja, ja. So, weiter. Ja, wahrscheinlich hatte er da oben aber noch irgendwas gefunden, oder? Ja, aber was fällt er denn hier jetzt gerade an? Ach, verdammt. Vielleicht können wir so ein Mist. Ja. Ah, jetzt kommt wieder der Sheriff. Lee Sheriff. Aber warum sind die denn so lahmarschig? Also wir sind ja jetzt nicht die Schnellsten. Was ist jetzt los? Was? Wie? Was? Okay. Let's go back, Bullet. Ja, super. Warum haben wir denn den Baum überhaupt denn da weggemacht? Mit unserer Special-Kameratechnik, die wir anscheinend haben. Und die? Ja. Kette ja eigentlich immer irgendwo ein Punkt, wo ich immer sehe, wo der Hund ist, irgendwie. Ja, so ein kleiner Pfeil am Bildschirmrand. Das würde es vollbringen. Ja, aber die Entwickler haben sich gedacht, dann fehlt ja der Reiz. Ja, wahrscheinlich, ja. Ein bisschen Nervenkitzel. Es ist noch zu wenig Nervenkitzel, nachts durch den Wald hier zu streifen, der bespukt wird. Boah, das hatte ich ja früher auch, ne? Wir hatten ja dann, als Kind war ich ja immer auf Reiterhöfen und da gab es immer Nachtwanderungen. Moment, da muss man jetzt kurz investigativ mal einhaken. Du warst immer auf Reiterhöfen? Ja, also auf Bauernhöfen. Meistens war das eben halt so Ponyhöfe oder so einen ganzen Kram. So als kleines Kind, ne? Mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren. Und da hast du dann halt reiten gelernt. Erstmal auf dem Pony. Ne? So. Und Tiere pflegen auf dem Bauernhof. Ziegen, Kühe, Pipapo, Schweine. Alles dabei gewesen. Und da haben wir aber auch meistens halt so Nachtwanderungen gemacht. Und ich hab mir als kleiner Junge da auch jedes Mal fast eingeschissen. Also wirklich. So, ich laufe jetzt hier wieder angestochen in den Wald. Entschuldige bitte, wenn ich aber hier durch den Wald, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, er will dem Hund hinterher. Guck mal, hier Amron sagt auch, na gut, viel Spaß euch noch und hört auf den Hund. Tschüssi. Tschüss Amron, danke, dass du da warst. Ciao Amron. Und danke für den, für den Tipp. Du sollst auf den Hund hören, Steve. Ne? Come on, look around, boy. Also immer schön beim Hundi bleiben. Schnüffeli, schnüffeli, schnüff. Da ist das Auto wieder. Nothing, eh? Aber in dem Auto, glaube ich, hatten wir vorhin auch noch einen Punkt gehabt, den wir uns noch nicht angeguckt haben, und zwar an der Tür, auf der Fahrerseite. Okay. Bin der Meinung, das war nämlich vorhin auch irgendwas gewesen, was wir hätten einsammeln können. Aha. Glaube ich. Also. Jetzt ist das weg. Na, guck mal die Tür an, nicht den Innenraum, sondern genau, da hatte ich nämlich einen Punkt irgendwie gesehen, aber da ist nichts mehr. Okay, schade. Damn. Sollen wir jetzt zum Bunker zurück? Aber wir haben auch noch keine Kombination und nichts, also... Na, zum Bunker zurück weiß ich nicht. Ich weiß nicht jetzt, ob wir Richtung... Kommen wir noch Richtung diesem Baum, wo wir zum ersten Mal den Spaß gefunden hatten? Weil an dem weißen Baum ist ja auch der Sheriff. Also angeblich. Also wenn, muss ja der weiße Baum in diese Richtung gehen irgendwie. Achso, ja, da ist er ja sogar, guck mal. Wo ist der Korb? Sheriff? Ellis to base. Landing, where are you? Still under the tree. But so am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Ja. This doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me.
Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. Uh-huh. You there? Emmett. God damn it. Ja, ich weiß nicht, also... Where's the boy? What? Und aus! Oh, oh fuck, zwei Gewehre! Links! Kommt die immer hier an diesem Baum? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auf deren... deren Heiligtümer. Ich seh sie nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht, Skibi. Sehr, sehr gut. Oh, guck mal, du hast eine E-Mail bekommen. SMS. A message. Oh, geile Bild, ey. Ist ja der Hammer. So. Wie kann er denn eine Message haben, wenn er keinen Empfang hat? Aber ist okay. Nee, ich will, warte mal. Nee. Ach so. Gesundheit. Es ist immer besser, sich zu bewegen, als nur rumzusitzen. Leute, die sich nicht bewegen, haben eine 99% höhere Sterberate. Fang lieber an zu gehen. Boah, ist ein dezenter Hinweis, wir sollen das Spiel verlassen. Wisst mich das Spiel, dass ich zu fett bin oder was? Okay, wir sollen also mehr laufen. Ja, aber... Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Jess, achso, wieso sind wir denn mit ihr per Sie? Ist das noch eine sehr alte Nachricht? Vielleicht ist es auch einfach blöd übersetzt. Sonderangebot. Nur heute ist jede dritte Pizza 30% günstiger. Schön, Alter. Tierarzt. Klar, schauen Sie in mein Büro vorbei, dann zeige ich Ihnen, wie... Ja. Toll. Was ist das für Nachrichten? Großartig. Das ist ja schon wieder das Auto. Aber, Ja doch, das kann aber hinkommen. Ja doch, 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 oder? Aber jetzt ist aber die Frage, wo gehen wir denn jetzt hin? Also wir sind jetzt hier an dem blöden Baum, wo der Sheriff nicht ist. Wir haben den Sheriff irgendwie angemotzt. Danach hat er nicht mehr geantwortet und dann kamen die Viecher. Super. Genau. Gesundheit. Gesundheit. Bullet, search! Ja, dann such mal Bullet. Was wäre jetzt unsere. Ja. I don't know. You got nothing? Okay. Bullet weiß auch nicht weiter. Tja, zur Not einfach mal kurz ein bisschen Stress reduzieren. Und mein Hund streichen. Oh, und ihm noch vielleicht ein Leckerli oder so geben. Ja, gut, gut, gut. Ich glaube, die Leckerlis sind dazu da, wenn er verletzt ist. Wie? Also, was? Unser Hund kann sich verletzen? Naja, wenn der zu lange weg ist, irgendwie haben sie doch geschrieben, irgendwie, dann bist du in massiver Gefahr, irgendwie, und der Hund kann verletzt werden oder Schaden nehmen. Dann. Nee. So, also wir sind von hier gekommen, vorhin irgendwie, sind hier auf diesen Baum zugestrapselt irgendwie, denn ist ganz große Scheiße passiert und wir sind noch hier weitergelaufen. Hier haben wir zwei Wege, der eine führt zum Wagen, der andere zum Bunker, also... Ja, aber dadurch, dass wir am Bunker nichts haben, was irgendwie ansatzweise darauf hinweist, wie diese Kombination ist, leider. Na, oder wir gehen zur Brücke nochmal zurück. Ja, wenn er jetzt festgestellt hat, oh, der Sheriff kann uns jetzt hier nicht helfen. Ja. Würde ich jetzt mal, vielleicht, sonst werdet ihr auch echt, warten. Warum, warte, guck dir mal den Wagen nochmal an. Warum sieht denn der jetzt so neu aus? Der andere war eine Schrottkarre. Der war völlig verrostet und verdappert. Das ist ein Polizeiauto, was recht neu aussieht. Nope. Sehr komisch. Wait, isn't that? It's Lanning's car. Okay. But how? It was a complete wreck just a moment ago. Genau. Emmett, I know you're there. Please, answer me. Answer me. Okay, er will uns nicht answeren. Was kannst du denn jetzt hier machen? Emmett, I know you're there, please, answer me. Warte mal, Channel 3. Say the light. Was? Channel 3. Say the light. Also, wir sollen ihn anrufen und sagen, das Licht. Oder was? Ja, also, so würde ich das jetzt verstehen.
Aber du kannst ja nichts auswählen, was der sagen soll. Anybody there? Was mich nämlich immer wundert, dass du ja quasi immer auf den Rucksack zugreifst. Passiert es denn, wenn du auf das Symbol da klickst oder so? Oder gehst du händisch ins Inventarmenü? Ich muss händisch ins Menü. Deswegen meinte ich ja, ob du dann mit dem Dings irgendwie interagieren kannst, mit dem Symbol. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Fuck. Okay. Egal, was du gerade gemacht hast, du hast auf jeden Fall damit interagiert. Okay. The light. The light. Okay. Locked, of course. The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. Ja, wie denn? Why? Who is this? Hello? Yeah, what the hell? Wir kommen da gar nicht rein. Schlag die Scheibe ein! Oder kommen wir von der anderen Seite jetzt rein? Oh, wird da die Erde im Mund? Ja, ja, zum Schluss hier von. Ach so, nee, ist klar. Auf einmal. So, good job, buddy. Speichert, okay. Stay here, boy. Nee, hä? Warum? Lass ihn doch mit einsteigen. Naja, wir... Ach, du Scheiße. Oh Gott. Es passiert doch gleich was. Ja, ich ahne auch schrecklich jetzt. Ich geh schon mal ein bisschen weg vom Mikrofon. Ist er? Was passiert? Ja, ja. No battery. Oh, ist da nicht... Take a look under the hood. Echt jetzt? Mann, Alter, gerade ist das nur ein Schrottauto gewesen, was? Okay. Und jetzt gucken wir uns die Batterie an. Wir müssen doch einfach mal alle Alarmanlagen an ihn jetzt. Aber na klar. Also, ich weiß ja nicht. Oh, Batterie niemals da vorne immer anfassen bei den Klemmen. Ja, okay. Jetzt haben wir das Licht angemacht gehabt, kurz. Reicht das? Warum warte? Starte das Auto, fahr weg und gut ist. Was ist denn bitte? Achso. Weiß ich nicht. Was? Greetings, my beloved listeners. I'm so glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right. It's time for our annual trivia challenge. Today's question is... Na? What have you done, Alice? What? Okay. Oh, was haben wir denn gemacht? It's someone who knows the answer all too well. Congratulations. Your prize is on its way. Good night. Nein. Also, heißt es jetzt, was? What the? Ah, die Kombination. Nice. Gott, ich habe jetzt damit gerechnet, dass was ganz anderes auf dem Weg ist und unser Preis ist. Oh Gott, Sicherung finden, ist die etwa kaputt gegangen? Also links ist anscheinend der Sicherungskasten und da sehen wir die schönen Amperezahlen. Frontlight 20 Ampere, super. Doch. Another missing person? Tippy East Creek Timber Company River. Aha. Ist das da unten die Brücke, ne? Irgendwie. Vor der wir gestanden haben. Wir müssen in den Fluss rein? Oh je, okay. 18.08.2000, 17.55. Officer Wilson wurde von Adam Brown über das Verschwinden von Todd McKinnon in Kenntnis gesetzt. Seinen Aufgaben zufolge belieferte ihn McKinnon mit Holz, bis er vor 2 Wochen unerwartet damit aufhörte. Browns Versuche, Kontakt mit McKinnon aufzunehmen, blieb erfolglos. 18.30. Die anfängliche Suche blieb erfolglos. McKinnon konnte nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden. Bei McKinnon sind keine Fälle einer psychischen Erkrankung bekannt. Gegenwärtige Annahme, absichtliches Verschwinden. 20.15 Uhr. McKinnons Nachbarn behaupten, er habe des Öfteren das stillgelegte Sägewerk des Tappy East Creek Holzunternehmens in Black Hills Forest besucht. Sarah Wilson, Ermittlungsbeamte. Ja... Schön, dann müssen wir also
ins Sägewerk. Das wird ja. Achso, ah nein, ich muss da noch hier in den Sicherungskasten reinschauen. Oh, damn! Wait! Wie war ins Sägewerk? Warum denn? Okay. Naja, das ist sick. Ist ja noch ein Schock. Blown fuses. That explains it. Warte mal, was haben wir denn hier? So. Wir brauchen für die Frontscheinwerfer 20 Ampere. Und das ist an Position 7, der ist nämlich durchgebrannt. Und Position 5. Na, dann nehme ich die aus dem Zigarettenanzünder. Ja. Reicht doch aus, genau. Ja, nur noch die Motorhaube, Rune. Obwohl es ja schon wirklich sehr vielversprechend ist, dass wir den Code haben. Ja, aber vielleicht auch erstmal Licht anmachen oder so. Oder willst du zuerst den Code? Nee. Also, wenn wir die Möglichkeit haben, würde ich schon ganz gerne probieren, jetzt Licht anzumachen. Okay. What? Und jetzt ist es einmal wieder Tag, oder was? But how? What? Okay. Oh, ich graf so gar nicht gerade das Spiel, ey. Und das sieht doch schon wieder alles anders aus. Guck mal, wo wir sind. Bullet Buddy. Now I'm really losing it. Hätten wir doch vielleicht erst zu dem Bunker hingemusst? Yeah, my thoughts exactly. Oh no. Ach shit, hätten wir jetzt zum Bunker gemusst? Aber vielleicht kommen wir ja nochmal hin. I don't know. Oh damn, ey. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, aber wir kommen ja auch jetzt hier. Also. Ist ja alles Sackgasse. Und ich hätte es gerne so wie Mutti gemacht, einfach so von wegen, können wir nicht einfach vielleicht aus dem Gruseligen weit raus? So? Ja, bin ich auch dafür. Bin ich auch einfach dafür. Aber wir können ja hier. Lass uns doch einen Uber holen. Dann können wir nicht einfach mit dem Auto irgendwo hin cruisen. Das ist natürlich die Aktion gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich weiß nur nicht, ob wir. Kannst du jetzt da nochmal rein? Stay here, boy. Querfeld eigentlich. Jetzt würde es ja mal interessant sein, wenn du jetzt das nochmal ziehst, kannst du das Licht einfach wieder ausmachen, damit es wieder dunkel wird? Nee, schade. Nothing's happened. Aber du kannst auch nicht starten, ne? Nee. Okay, naja, super. Aber komischerweise ist das... Kannst du noch unten mit der Sicherung interagieren? Nee, ne? Auch nicht. Mit dem... Nee, schade. Aber warum? Oh, no. Mist, Alter. Mist. So, okay, dann müssen wir jetzt anscheinend hier irgendwie einen Weg rausfinden. This is the way. Na. Oh, das ist alles hier so Point of No Return. Oh, shit, ey. Ja, wie gesagt, vielleicht kommen wir ja noch zu dem Bunker nochmal zurück. Also, vielleicht gibt's ja nochmal eine Möglichkeit. I hope so. Boah, das war aber auch schnell. Ja, war nicht gerade neben mir? Ja. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz dem Spiel die Chance geben zu laden irgendwie, weil jetzt hier gerade alles nur noch... Mann, wir kriegen ganz schön viel SMS hier. Jess? Warte, okay. Die hat aber auch sehr viel geschrieben. Hey, ich werde ständig von deiner Mailbox weitergeleitet an deine... Ja, schade. Aber wir hatten ja auch keinen Empfang. Also... Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil eigentlich weiß ich gar nicht mehr, warum. Ich habe in letzter Zeit viel über uns nachgedacht. Okay. Schön, schön, schön. Gehst du mir aus dem Weg oder bist du noch immer im Wald unterwegs? Gehst du mir aus dem Weg? Warte, wo? Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil eigentlich weiß ich, warum haben wir das doch schon. Melde dich, wenn du kannst. Bis dann. Könntest du dich jetzt anrufen? Weil du hast ja jetzt, glaube ich, wieder empfangen, oder? Also, ein Balken, aber... Okay. Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen. Yeah, listen. I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. I guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we?
So, what happened? I don't know, Ellis. Life. Life happened. Yeah. Mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? Yeah, yeah. I better get to it. I'll call you later, okay? I'll hold you to it. Okay. Sibi, warte mal kurz. Muss mal kurz was umstellen. So, genau, jetzt wirft es mich auch für den Stream nicht mehr ganz so laggy sein. Ja, sieht viel besser aus, super. Für mich auch tatsächlich. Ja, ich hab mir das was gedacht. Weil für mich sieht es, sah das vorher auch super aus, aber ich habe gerade gesehen, dass wir ganz schöne Frame-Drops hatten. Jojo sagt, bin erst seit kurzem dabei, deshalb bin ich bisher auch noch nicht so gefesselt. Ja, viel besser. Ja, tatsächlich danke, können wir auch noch erstmal gar nichts sagen. Irgendwie, wir wissen... Wir suchen halt einen kleinen Jungen. Peter Shannon heißt der, 8 Jahre. Und der ist hier in Birkinsville in den Wäldern verschwunden. Und irgendwie haben wir so ein bisschen so ein Ding zu laufen irgendwie. Also irgendwas haben wir da aus der Vergangenheit nicht so ganz verarbeitet irgendwie. Und wissen tun wir noch gar nichts. Noch gar nichts irgendwie. Selbst Jazz ist wahrscheinlich unsere Freundin irgendwie, die wir halt vergnatzt haben irgendwie, weil wir uns wieder letzte Arsch benommen haben. Und ja, scheinbar switchen wir so ein bisschen so mag den Realitäten hier rum irgendwie oder wir verlieren so langsam halt unser Verstand. Ja. Und wichtig ist auch dabei, damit wir unseren Verstand halt nicht so sehr verlieren, dass wir immer in der Nähe unseres Hundes sind. Genau. Ansonsten drehen wir anscheinend irgendwie am Rad. Warum auch immer. So, ich würde jetzt einfach mal Bullet. Ja, was willst du denn mit Bullet machen? Okay, Seek. Seek. Ja, super. Nothing there, huh? Ah, hat leider nur nichts. So, dann nehmen wir mal. Ach, du, warum sieht denn jetzt schon wieder so schlimm hier alles aus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das weiß ich jetzt auch nicht. Vor allem ist es auch wieder so riesig. Es ist groß. Also, man hat. Wahrscheinlich ist es ja nicht so groß, weil es ja eigentlich sehr, sehr schlauchig und sehr linear ist, aber. Oh, Footprints. Aber zwei. Male. One's barefoot. Odd. Zigaretten. Ah, ist doch unsere Marke. Smoking, huh? Die haben wir im Auto gehabt. Well, if I don't get you, they sure will. 100er. Mhm. Das denn. 100er? Wer raucht denn 100er, bitte? Ja, verstehe ich auch nicht. Also. Okay. What is it, Bullet? What'd you find? Schibbe. Eine Schibbe, sagst du? Oh, die Mucke ist etwas bedrohlich. Darunter sieht's ein bisschen rot aus. I don't like it either. So let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Was denn? Was ist das? Alter, mach's nicht. Komm, Kumpel, mach's nicht. Emmett? Wie Emmett? We were just... I don't understand. Okay, wir haben den toten Sheriff gefunden. Okay. Scheiße. Oh God. Okay, now you deserve better than this. Fuck. The killer. Oh, skinned his face. Clean cuts, probably post-mortem. Nicht so schön. Neck wound. Deep. And his head is. Oh God, it's barely hanging on. Lanning's badge. Oh, no one deserved it more than him. Was? Lanning was tough, experienced. He wouldn't let a killer surprise him. Oh no. It had to be someone he knew. Wer ist denn jetzt da drauf? Anita. Warum gucken die alle? Also klar, Blair Witch, ne? Aber das ist scary as fuck, wenn die da einfach nur stehen in der Ecke und gucken mit dem Gesicht in die Ecke. Ja, das ist nicht schön. Vor allen Dingen ist der halt auch in diesem Kreuz bedeckt hier, ne? Sieht man, siehst du das? Oh nein, ja, ich sehe das gerade, das Blair Witch-Ding. Oh Gott. Irgendwie ist ein Wetterwechsel. Nicht so schön. Aha, aha, so, aha. Sticky? Bullet! Da. Okay. Ach, jetzt raucht gerade der erst. Ah, der hat was. Erde. Oh no, ein Tape. Oh no. Oh, so mit Blutflecken dran. Freundesmord. See anything? Not in this gloom.
Oh, ich hoffe, jetzt kommen keine Schreckdinge. Ich gieße mir gerade noch mal ein bisschen was nach. Typ, der barfuß ist? Warte mal, war der barfuß? Ja. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, okay. Aber rein von der Theorie her, ist ja ein rotes Tape, ne? Wir können ja irgendwie die Vergangenheit ja wieder rückgängig machen. Kannst du den Sheriff wieder wiederbeleben? Er hat was weg, er hat das Messer weggeschmissen. Okay. Ach so. Willst du jetzt eher das Messer haben anstelle von den Sheriff? Ja, ich wage zu bezweifeln, dass der Sheriff jetzt hier plötzlich lebendig vor uns steht, oder? What were you doing here, Sheriff? Nope, schade, nee. Also ja, das wird nicht das Ding sein. Come on, Bullet. We gotta finish this. For Peter and for Lanning. Aber was konnte ich jetzt machen? Ja, wahrscheinlich so wie du meintest, mit dem Messer. Dass er dann das wegwirft, dass du dann da die Pause machst, sodass dass wir das Messer aufnehmen können, damit Bullet daran wieder schnüffeln kann. See if you can find something, buddy. So, zeig mir mal, was Messer ist. Nee, du musst, glaube ich, erst im Tape da stoppen, wenn er es wegwirft. Ach, wir müssen exakt bei der Stelle sein. Mm-hmm. Also wäre jetzt meine Vermutung. Ja, Video ansehen. Dann nimmt er die Schaufel. Obwohl er auch an der Schaufel hätte riechen können jetzt. Stimmt. So, und das. Jetzt müsste doch hier irgendwo das liegen, oder? Ja. Der Hund schlägt an. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber irgendwo schlägt der Hund an. Okay, weiter. Er führt uns einfach weg. Ja, aber er wird ja irgendwas haben. Mach doch bitte nichts mit der Kamera. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. And really side eye, but never gave up. Yep, not even after I let him down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. What? Come here, boy. Oh, was haben wir denn hier Feines? Erste Anklage. Verstoß gegen Artikel 52 der Generalstatuten von North Carolina. Zeigt öffentliche Verachtung und Abneigung gegenüber nationalen Symbolen, unserem Militärdienst und den patriotischen Soldaten, an deren Seite er einst die Ehre hatte, dienen zu dürfen. Haben wir ein Kriegstrauma? Das würde das erklären mit den, mit diesem, was wir ganz am Anfang hatten, irgendwie so. Ah, hat man ein Schnitzi gefunden. Vor allen Dingen immer ein bisschen weiter, das Schnitzi, ne? Also immer weiter bearbeitet. Krass, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wollen wir doch mal gucken, ob ich jetzt hier, haben wir die im Rucksack? Ja. Ja, haben wir. Oh, wir haben sogar schon eine verpasst anscheinend. Hundertprozentig war die im Bunker, könnte ich wetten. Okay. Ja, das kann sein, stimmt. So, okay, Digi. Weiter geht's. Dies kann wirklich möglich sein. Oh, nee. Was sind das? Hier wird mit meinem Hund nicht reingehen. Wait, what? Where'd all the water go? Is this really the right way back? Either I'm going crazy or... Stimmt. Was hat er denn da für einen Helm? Ein Militärhelm? Oh, hör, wer. Oh, und Flashback. Astreiner Flashback. Was ist denn jetzt los? Flashback. Kriegsflashback. Shit! Gott, okay.
wo ist mein Hund? Ich weiß nicht. Wo ist mein Hund? I don't know, ich sehe nicht mehr. Was ist denn nicht für ein Baum? Nein, mich schick nicht rein. Bin noch nicht link. Okay. Nein. Die hat allen Ernstes gerade gesagt, komm zu mir, Alice. Come on, work. So, jetzt habe ich wirklich tatsächlich... Oh, nein. Wo sind wir denn jetzt? Nein. Also? Nein. Okay. Okay, cool. Weiter geht's. Oh. Jetzt habe ich mich auf meinen Sound gesetzt. Verdammt! Hast dich auf deinen Sound gesetzt? Where you going, boy. Oh Gott. Oh, guck mal, sieht doch safe aus. Der Kleine? Bullet, where are you? Der ist schon wieder weg. Na schön. Oh Gott. Kein. Oh. Wo bist du denn jetzt? Oh. Ach, guck mal, das ist wieder was zum Zerdrücken. Mein Hobby. Mal kaputt. Is it a sign of worship? Fabian. Aha. Fabian. Fabian. Oh nein. Was? Boah, wer bist du denn jetzt? Ey, hör doch mal auf, mir jetzt in den Nacken zu atmen. Oh, das ist wirklich unangenehm. Halt. Ich. Oh nein, jetzt. Oh! Ah! Komm! Okay. Oh, unangenehm, richtig unangenehm. Oh, das ist mit diesem links und rechts und hinter dir und. Oh nee! Ey, das hat mich gerade völlig auseinandergenommen. Ich habe auch die ganze Zeit wirklich hinter mir geschaut. Ob da irgendwas ist. Oh mein Gott. Wo ist denn jetzt eigentlich? Fuck. Hubert? Hubertus? Bullet. Oh, da kann man sich doch schon ganz im Klaren sein, irgendwie, wenn du irgendwo hier vorne, wunderbar, hier liegt ein Foto, wenn du irgendwo in so einer Höhle rumkraust, irgendwie, dann muss dir doch klar sein, dass du wirklich an der einen oder anderen Kreuzung im Leben vollkommen falsch abgebogen bist. Um hier zu landen. Wirklich. Also, das... Ah, was ist das hier? Lukas. Aber... Ah, okay. Lukas, ne? Erinnerst du dich doch? Mit den Fotos? Lukas? Ja, ja, die Luca-Kamera. Wunderbar. Plop! Mann, check mal das Video aus. Nach dem Video. What? Oh, das ist... Tatsächlich ist... Mann, Alter, jetzt hört auf. Extrem unangenehm jetzt gerade. Wirklich extrem unangenehm. Okay, kann auch bloß in diese Richtung schauen. Okay. Und die Taschenlampe kackt ab. Die Taschenlampe. Natürlich kackt die Taschenlampe ab. Muss ich gerade mal, könnte mich bücken. Nee. Kannst du in die Hocke? Ich kann nichts machen. No. 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 Ach. Komm, drück dich durch, Junge. No. No. Komm mal ein bisschen. Ja, ich hab's geschafft. Ah, wunderbar. Ich hab's geschafft. Es ist ja tatsächlich so irgendwie, dass wenn du stecken bleibst, war durch die Panik irgendwie, durch das Hyperventilieren irgendwie, pumpst du dich ja noch mehr auf und irgendwie bleibst du noch mehr stecken. Okay, das ist krass. Ist mir passiert, als ich in einer Höhle war, damals. Und 48 Stunden in einer Höhle steckte. Nicht. Nee, aber du hörst das immer bei irgendwelchen Filmen. Ne, Descent, Abgrund des Gaunt. Und ich glaube, ich hatte schon mal drüber gesprochen. Hab's eigentlich auch in No way. Mm-mm.
Ne? Ach, schön. Ist hier ein Pilz noch hier am Sporen. So, komm ich hier drunter durch. So. Hey, hey, hey. Oh, es ist überhaupt nicht unangenehm. Ich habe auch gar keine Gänsehaut, überhaupt nicht. Und ich, vor allen Dingen, ich bin nicht der Spielende, das ist ja noch das Schlimme daran. Aber wir haben Empfang. Wir haben Empfang. Eigentlich nicht, laut Empfangsanzeige. Es gibt eine Sprachnachricht. Schön, schön. Hier mit dem 5610. Sie haben eine Sprachnachricht. Ja, können wir die uns auch abhören? Oder müssen wir jetzt über das Telefonbuch hier... Oh, Snake! Nein! Gibt's keinen Snake? Warte mal, Snake ist bestimmt Cobra Masters. Geil. Wenn wir am Abdrehen sind. Spielen wir erstmal Snake. Oh, jetzt, jetzt. Schön, schön, schön. Oh. So klein. Ja, nee, nee. Ja, sehr gut. Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen. So, Sprachnachrichten. Anrufsverlauf bringt ja nichts. Nee, aber Telefonbuch. Hast du gehabt? Wo? Da. Piep, 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 piep. Oh, doch, wir haben einen Empfangsbalken haben wir. Wunderbar. You have one new message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Okay. Ja. Schön, dass wir das nochmal jetzt als Sprachnachricht nochmal hinterlegt bekommen haben. Ey, diese Stimme, wirklich, ich krieg extrem Gänsehaut, wenn die anfängt da so das leicht. Kino so. All around you. Oh, das mag ich ja gar nicht. Ja, ja, das ist, haben sie schon schön eingesetzt hier. Oh, komm, auch echt, ich kann auch nicht rennen und nichts. Und du rauchst hier wirklich nur vor dich hin. Oh, da oben ist ein Ausgang. Ja, nee, ist klar. So. Okay, kein Problem. Kein Problem. My Alice. Forever mine. Shit. Wie wär's mit Nein? Oh. Nö, kann nicht machen. Was nicht? Was passiert? Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun, you told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Whoa. Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Yet, I felt there was something I had to do. Had to, but couldn't. Augen, jedes Mal. Er erschreckt mich.